Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem Video heute. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich habe mich noch gar nicht gespoilert. Wir haben wieder eine Instagram-Umfrage gemacht. Tatsächlich war sie schon am 8. September, und heute ist der, wartet, 25. Also, ja, vielleicht ein bisschen verspätet, aber ich habe euch auf Insta gefragt, welches Pferd ihr bereut habt, gekauft zu haben. Oder ihr bereut gekauft zu haben. Ja, es ist ein bisschen komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Also, mich hat es einfach interessiert. Ich habe ja selber mal die Staffel gemacht und eigentlich war ich auch nicht fertig damit, weil ich euch gezeigt habe, okay, bei diesen Pferden denke ich mir, was hast du dir dabei gedacht? Keine Ahnung. Und heute gehen wir aber mal auf die Dinge ein oder die Pferde, bei denen es euch so ging. Und da würde ich sagen, ich habe mich gar nicht gespoilert, wie gesagt, es sind auch 90 Kommentare dazu eingegangen. Wir werden sicherlich nicht alle beantworten können. Wir schauen uns einfach mal ein paar davon an. Vielleicht gibt es ja auch einen zweiten Teil dazu. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Und wir fangen gleich einmal an mit dem ersten. So. Ich lese mal die Kommentare und direkt als erstes kommt, ich bereue bis jetzt noch keins. Tatsächlich keins. Richtig bereuen tue ich keins. Das ist sehr gut. Also ich meine, dann habt ihr nicht denselben Fehler gemacht wie ich, sondern wart einfach schlau und intelligent und habt euch das sehr, sehr gut überlegt. Und nicht so wie ich. Danke, dass ich einfach angehalten habe. Und nicht so wie ich, dass ich quasi mir das Pferd gekauft habe und mir dann irgendwie noch eine Woche später dachte, oh mein Gott, das war nicht so schlau. Aber die erste richtige Person, die, naja, der erste richtige Fakt, das erste richtige Pferd ist tatsächlich bei Ferdinands Pferdemarkt zu finden. Und da müssen wir jetzt hinreiten, denn da gibt es ja keinen Transport dahin. Das regt mich mega auf. Kann es so bitte mal einführen? Ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern, das ist ein Pferd der Generation 2 und ich habe davon auch eins. Es war tatsächlich mein allererstes Pferd, das ich mir mit, ja, Starcoins gekauft habe, also seitdem ich halt Lifetime-Starrider bin, jetzt abgesehen mal von dem Pony, was irgendwie gefühlt jeder hat dieses Starter-Pony oder jeder hat das Starter-Pony. Ich glaube, jeder hat eins davon. Da habe ich ja das Weiße und dann kam eben gleich dieses Pferd. Ja, und da meint die Lauren oder Lauren, je nachdem, ob Deutsch oder Englisch, eben, dass sie eins dieser Pferde bereut. Und es ist das Morgan Horse der Generation 2. Und um genau zu sein, ist es das rotbraune. Ich denke mal, sie meint damit dieses hier. Eigentlich finde ich es ein total süßes Pferd und ich habe selbst auch wirklich mehrere von diesen Pferden. Also ich habe das hier und das hier auf jeden Fall. Das Schwarze ist irgendwie weggegangen. Gibt es Schwarze nicht mehr? Es ist nicht mehr vorhanden. Aber sie meint das auf jeden Fall. Ich meine, klar, das ist jetzt mittlerweile schon relativ, ja, alt, das Modell. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich persönlich finde es eigentlich immer noch ziemlich, ziemlich süß. Und weiß ich nicht. Also ich fand's, wenn man jetzt auf die frühere Zeit hinschaut oder zurückblickt, dann fand ich dieses Morgan eins der schönsten der damaligen Zeit. Und deshalb ist es ein bisschen schade. Und also hässlich finde ich es eigentlich nicht, aber gut, wir sind ja bei euren Fehlkäufen und nicht bei meinen. So, als nächstes kommen wir zur Meinung von Larissa. Sie hatte auch eine ganz klare Meinung irgendwie über die Generation 2 Pferde. Und da sind es direkt auch zwei verschiedene, die zeige ich euch auch mal gleich. Es fängt an mit dem Harvey der Generation 2. Ich weiß zwar nicht, welche Farbe, aber die sind ja alle relativ gleich. Und da muss ich sagen, da blutet ja mein Herz schon sehr. Ich finde diese Harfis der Generation 2 eigentlich richtig süß. Und es waren auch damals so, wenn man jetzt zurückblickt, eigentlich so einer meiner Lieblingspferderassen, würde ich sagen, Vanilla Cake. Aber ja, verglichen zu den Pferden heutzutage ist es natürlich schwierig. Ich fand es immer schön, wie die getrabt sind. Ja, und weiter geht's gleich mit den Arabern der Generation 2, beziehungsweise, das ist Generation 1 sogar. Oh, ich glaube, sie redet hier von Generation 2 Araber, was ich super traurig finde. Also bei der Generation 1 kann ich es ja noch verstehen, die sind ja wirklich ein bisschen eckig. Aber wir schauen jetzt mal zur Generation 2 der Araber und da muss ich sagen, weiß ich nicht, finde ich eigentlich schön. Wartet mal ganz kurz zwischendurch, warum hat dieses Pferd blaue Mähne? Irgendwas ist da schief gelaufen, würde ich sagen. Ich kann euch nicht genau sagen, was, aber ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gesucht, wo die Araber der Generation 2 sind, aber ich habe sie halt einfach nicht gefunden. Das ist wirklich mein Ernst. Kann es vielleicht sein, dass sie entfernt wurden? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe die auf jeden Fall nirgendwo gefunden. Auch auf der SSO-Datenbank sind die einfach auch nicht. Deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, sie sind weg. Ich schaue jetzt nochmal durch alles durch.
Aber hier war leider nirgendwo dieses Pferd und dementsprechend müssen wir leider weitermachen mit dem nächsten. Wir haben ja tatsächlich von der Emily Stoneford Fanpage auch noch den Harbinger der Generation 2. Ich weiß gar nicht, was sie alle haben, das haben richtig viele geschrieben. Von Hobby Horrors Galaxy wurde übrigens der Appaloosa aus der Generation 1.5 bereut, aber der ist ja mittlerweile weg, also kann ich schlecht zeigen. So, ich würde sagen, weiter geht's. Wir hatten tatsächlich eigentlich super viele Pferde beim Pferdemarkt. Also viele Leute bereuen eben den Kauf von Generation 1 oder 1.5 oder 2 Pferden. Was ich sehr schade finde, weil sie gehören irgendwie auch mit dazu. Aber jetzt kommen wir zum Pferd, das ich glaube, es ist Generation 3. Und ich meine, ich glaube, ihr könnt euch schon vorstellen, um welches Pferdchen es sich handelt. Und zwar hat es die Emily Autumn Luck geschrieben, denn sie bereut den Kauf vom Sony. Da haben wir es auch schon. Diese beiden kleinen Dinger. Naja, ich meine, ihr kennt es, Sony. Was soll ich auch noch dazu sagen? Ich persönlich verstehe, warum man es einen Fehlkauf findet. Nicht nur wegen den unglaublich nervigen Geräuschen, sondern auch, weil es einfach ein bisschen lustig aussieht. Also, weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja auch kein Fan von Urpferden, aber ja. Also, ich verstehe es auf jeden Fall. Wenn, dann würde ich das Vega kaufen. Ich finde das von der Farbe ein bisschen schöner, aber es sieht halt auch irgendwie, ist jetzt nicht so ganz mein Fall. So, weiter geht's auch schon zum nächsten Pferd. Und naja, was soll ich euch sagen? Das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist nämlich auch mein persönlicher Fehlkauf, beziehungsweise eins von meinen größten Fehlkäufen. Einfach wegen persönlicher Meinung. Und zwar, ja, der Achalte China. Das hat, denn Sarah and Fighter geschrieben. Sie hat nicht genau geschrieben, welche Farbe, aber ja, also ihr wisst, ich habe immer ein bisschen zu gemeine Sachen gesagt über diese Pferde, deshalb sage ich jetzt einfach gar nichts. Es ist ich finde sie einfach nicht so schön, persönlich. Aber es ist nicht schlimm, wenn sie jemand anders schön findet. Es ist einfach, ich würde mir jetzt nicht noch einkaufen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit zu diesem Pferd und ich glaube, damit kann jeder leben. Sie hat übrigens auch geschrieben, dass sie den Lusitano bereut hat und das kann ich tatsächlich gar nicht nachvollziehen. Ich finde den Lusitano eigentlich sehr, sehr, sehr gelungen. Mir gefallen ja allgemein die Hinterbeine von SSO nicht so ganz, weil die irgendwie so ein bisschen, naja, Gelenke missachtet haben. Aber an sich finde ich die tatsächlich mit einer der schönsten Pferde, muss ich euch ganz ehrlich sagen, in SSO, die auch wirklich mal an der Rasse orientiert sind und auch wirklich so aussehen. Also das kann ich jetzt persönlich nicht teilen, aber ich kann es verstehen, wenn irgendjemand Pferd nicht schön findet. Und Leute, was soll ich euch sagen? Das Video ist schon wieder echt gar nicht mehr so kurz. Ich würde lieber daraus ein paar mehrere Folgen machen, weil wir haben jetzt doch auf jeden Fall 5 Pferde mal gehabt. Ich dachte, ich mache das vielleicht so weiter und mache zumindest noch eine zweite und dritte Folge. Und wir schauen uns dann in jeder ungefähr 5 Pferde an und ich kann dann auch noch ein bisschen drüber sprechen. Weil ich finde es eigentlich ganz nice, wenn dann so ein bisschen Meinung und Diskussion vielleicht auch darüber, ja, gemacht wird und nicht einfach nur stumpf gezeigt wird, dieses. Dementsprechend freue ich mich da auf die nächsten paar Folgen und verabschiede mich aber jetzt mal für heute. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es bei allen Pferden nachvollziehen könnt, dass sie Fehlkäufe waren von Leuten oder eben nicht. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Like nicht vergessen.